tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Amagaga vor. Amagaga ist die Weiterentwicklung von Amarino und hat wie dieses einen Gestein-Eis-Doppeltyp, was ihm eine Doppelschwäche gegen Kampf und Stahl, eine Schwäche gegen Pflanze, Wasser, Boden und Gestein, sowie eine Resistenz gegen Normal, Eis, Gift und Flug gibt. Bei Amagagas Basiswerten stechen vor allem die KP stark hervor, ansonsten sind die beiden Spezialwerte noch recht gut. Amagagas Fähigkeit Frostschicht lässt seine Normalattacken zu Eisattacken werden und verstärkt diese um 30%. Trotz der schwachen Init verteilen wir hier alle EV in Spezialangriff und Init mit einem mäßigen Wesen, um den Spezialangriff zu maximieren. Als Attacken nehmen wir hier Schallwelle, Donnerblitz, Erdkräfte und Steinpolitur. Als Item nimmt man einfach ewiges Eis, um Eisattacken nochmals um 20% zu verstärken. Schallwelle wird durch die Frostschicht zu einer Eisattacke und wird somit durch die Fähigkeit und das Item auf 140 Base Power verstärkt. Durch den Step kommt man hier auf eine Stärke von 210. Donnerblitz vervollständigt die Bolt Beam Coverage und Erdkräfte gibt noch Coverage gegen Lantern und Magnetzone. Lediglich das Hitzerotom resistet allen Attacken von diesem Set. Steinpolitur verdoppelt Amagagas Init-Wert, wodurch es auf insgesamt 430 Init kommt, was genug ist, um Mega Gewaldrum, Mega Bibor und Hydragil zu ausbieten. Lediglich Mega Simsala, Mega Aerodactyl, Deoxys, N, A und S sowie Ninjask und diverse Scarf-Pokémon überholen es noch. Für alle, die das wieder genau interessiert, Base 94 neutral bzw. Base 81 mit Init plus Wesen und Scarf würden dafür reichen. Ansonsten hat Amagaga einige natürliche Feinde, und das sind Prio-Attacken. Ganz speziell Patronentyp Tempohieb und Vakuumwelle, nicht ganz so speziell, aber immer noch relativ tödlich, Wasserdüse und Wasserschuriken. Räumt Pokémon mit solchen Attacken also lieber aus dem Weg, bevor ihr Amagaga in den Kampf bringt und Steinpolitur boostet. Mit diesem Set ist Amagagas Rolle im Kampf nämlich der Late-Game-Sweeper. Zögert aber nicht, es dennoch mal mitten im Kampf in den Ring zu werfen und anstatt zu boosten einfach mal eine Schallwelle in den gegnerischen Switch reinzuwerfen. Das ist speziell nützlich, wenn euer Gegner dieses Set kennt und mit einer Steinpolitur rechnet. Eine Frostschicht-Schallwelle tut oft auch trotz Resistenz noch weh. Versucht euer Amagaga allerdings über den Kampf fit zu halten, damit ihr am Ende noch genug einstecken könnt, um eine Steinpolitur boosten zu können. Es ist zwar voll offensiv gebaut, allerdings hat es von sich aus viele KP und akzeptable Def-Werte, da es locker mal einen Schlag einstecken kann, sofern es keine Stahl- oder Kampfattacke ist zumindest. Als Teampartner eignet sich ein Pokémon, welches man sowohl in Kampf- als auch in Stahlattacken einwechseln kann. Apoqualip und Durengard wird sich hierfür anbieten. Das war es jetzt aber erstmal von meinem Amagaga und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.